Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier mit Chan zu dem Toxal. Oh yeah, Leute, was geht? Was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Was geht? Ihr kennt mich, ich bin wieder da. Ey, die ersten Worte sind, ihr kennt mich. Ihr kennt mich. Das habe ich sogar, glaube ich, schon mal gesagt, oder? Glaub schon. Folge. Ich weiß nicht, Robert, ja. jede Folge mit mir ist gleich. Du fängst an, was zu sagen, dann sag ich auch eine random shit Beatbox, ein bisschen so und du lachst den Namen. Digga, das ist crazy. Oder war das gerade Sonic Heroes was geht? Main Theme oder was geht ab, Bruder? Safe. Dann krieg ich das Copyright Claim von C, weißt du? Ja, Bruder, dann hör mal auf damit, ich muss Geld verdienen, Bro. Nee, ja, aber alles gut, Mann. Kanal ist eh noch nicht monetarisiert, aber du hast nicht einen Mann, Bruder, wisst ihr, was ich meine, kennst du die Voraussetzungen für YouTube-Monetarisierung? Ja, ich habe 1000 Abos, dann 400 oder 4000 Stunden im Jahr Watchtime oder so. 4000, ja. Aber in einem Jahr, ne? Ja, in einem Jahr, ja. Bruder, das ist irgendwie crazy, ne? Dass man da eine gewisse, also, ne, man muss eine gewisse Voraussetzung erfüllen, die, Moment, das kann aufstoßen. Relativ schwer zu erreichen als neuer Creator, weißt du, wie ich meine? Also weißt du so, Sorry. Wenn du neu mit YouTube anfängst, Bro, du denkst so, ein Like auf ein Video, du gehst viral, weißt du, wie ich meine? So. Yeah. Und dann musst du halt so, keine Ahnung, 4000 Stunden Watchtime in einem Jahr, Bro. So, es ist schon nicht ohne, so gerade wenn du neu startest. Und wie war es eigentlich bei dir mit haben wir schon mal drüber geredet, mit YouTube anfangen? Fangen so bei dir? Du musst ja auch. Boah, ich weiß. Du hattest ja auch safe auch so eine Grundinspiration. Safe. Ich weiß nicht, ob ich schon mal drüber geredet habe, aber wenn nicht, sag ich es doch mal. Ich hatte auf jeden Fall schon mehrere Kanäle gehabt davor. Weiß ich, aber habe ich mich jetzt probiert zu Dotendo oder so. Da habe ich random Shit gemacht. Da war ich auch jung, 11 oder so. Boah, und dann irgendwann. Ja, weiß ich, ist zum Glück eh alles offline halt auch wenig hochgeladen. Zum Glück. Und irgendwann habe ich halt mit zwei Kollegen. Mit dem ich eigentlich mit Kontakt habe, einen Gruppenkanal gemacht. Und dann hat der nicht geklappt. Dann das haben wir nochmal einen Gruppenkanal gemacht und. Mit den selben Leuten? Ja. Und es hat wieder nicht geklappt, aber es ist mein Kanal. Bro, es klappt nicht, lass doch mal neu starten, das klappt wieder nicht. Oh Wunder. Krass, Mann, wie unerwartet kam das denn? Bro, Gänsehaut. Bro, die Welt. Bro, alles ist still geworden, deswegen. Der traurigste Tag, wo die Welt gesehen hat, der Channel geht nicht weiter. Aber ja, dann hast du schon relativ früh angefangen mit YouTube so, ne? Fühl dich. Und jetzt bist du immer noch hier am Start. Hast du auch ein bisschen herumprobiert, ne? Du hattest ja eine Splatoon-Phase. Ich würde sogar noch mal eine Splatoon-Phase feiern, aber irgendwie. Weiß ich, habe irgendwie zu wenig Ideen, was wir tun angeht. Ich weiß nicht. Was hast du für Ideen schon umgesetzt? So allgemein. Hide and Seek. Schon Hide and Seek ist eine gute Sache, aber da ist es immer schwierig, auch Leute zu finden, die das Game haben, die Bock haben auf Hide and Seek und so. Aber an sich, ich habe halt. Damals habe ich halt ein bisschen Competitive Splatoon gespielt, da habe ich halt ein Turnier aufgenommen, aber da habe ich halt komplett scheiße gespielt. Bruder, ich finde das Video komplett scheiße mittlerweile, aber. Ich habe halt sowas gemacht, da habe ich auch Story Mode gemacht. Man hat noch so ein paar Basic Challenges, aber ich weiß auch nicht, ob alles online ist, aber. Okay. Ja. Es gab in Splatoon 1 so ein riesiger Roller, Alter. Du hast gerade mit dem One-Hit Leute besiegt. Weißt du, welchen Roller ich meine? Bruder, ich glaube, du meinst Dynamo-Roller oder so. Da war, glaube ich, im Story-Mode, oder? Das ist eine Belohnung, glaube ich. Kann sein. Ist aber Splatoon 1 eh irgendwie komisch. Also, ich habe Splatoon 1 leider nicht gespielt. Nee. Aber, nee, leider nicht. Ich hatte keine View gehabt. Oh, check, okay. Das ist crazy. Ja, die also, ich muss ja nur 2 reingekommen. Du checkst das gar nicht, ne? Splatoon 1 Wii U ist auf YouTube anders abgegangen. Du checkst ich hab's halt so gesehen, ne? Das ist Kiddy, aber. Ich wollte es halt auch spielen, weil das hat. Splatoon 1 sah schon krass aus am Anfang. Einfach. Boah, Splatoon 1 finde ich, es hat auch so einen Cartoon-Look irgendwie gehabt. Das war so viel mehr so ein Cartoon irgendwie. Ja, schwer zu beschreiben. Das hat einen eigenen Look, Cartoon. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau das gut beschreibt, aber. Kann schon sein, je nachdem. Aber deswegen weiß ich, will es auch mal spielen. Aber dann kannst du dann 2 und dann 3 und ja, ist auch so DLC-Dinger. Ist schon ein größtes Ding auf jeden Fall. Safe. Und ja, hab das
hab gerade den Liu-Teil, also das wird zum 1 schon relativ krass gesucht hat. Ehren. Weil ich ja die Server abgeschaltet, ne? Das kann gut sein, ich weiß nicht, aber... Ich glaube am 8. April oder so, 7. April oder so. Auf der Wii U? Ja, ja, und 3DS. Aber ich habe heute mehrere Streams gesehen. Ja? Alle Server? Ja. Alle? Ich habe so Streams... ja, ich habe alle Server, oder? Checks. Nee, weil ich habe for real so ein paar Streams heute gesehen, auf Twitch und auf YouTube so. Letzter Mario Kart 8 und Splatoon-Stream. Oh, ganz viele habe ich aber gesehen. Ey, das ist irgendwie krass. Das sind einfach, sind die Server einfach weg. Das war auch mit Mario Kart Wii so krass damals. Und auf einmal so. Ja, das ist ehrlich crazy. Das war's mit Mario Kart Wii Online so und. Oh, das war. Das war heftig, Mann. Aber ich glaube, es gibt sogar schon einen Custom-Server. Soweit ich weiß. Das weiß ich nicht, aber. Der ist noch wie Pretendo oder so, ich bin da nicht so drin. Was ist Pretendo, Bro? Ja, wirklich, irgendwas mit Pre oder so. Ja, keine Ahnung. Aber. Ja, Mann. Na. So ist es halt. Schön, dass man noch Mario Kart 8 Deluxe spielen kann. Oder das Splatoon schon 3. Oder Splatoon 2, kannst du immer noch spielen. Ja. Ich war voll oft so mit Sniper unterwegs, in-game. Was wird ja, in-game. Ich war mit zwei Sniper unterwegs, ja, in-game. Ja, ich war auch so mit Waffen unterwegs, aber in-game. Du checkst. Check, man, in Splatoon. Aber, ey, die Sniper machen mal. Da hat man manchmal so krasse In-game-Kills gemacht. Boah, ja, auch immer der Sound, wenn du einen triffst, ne? Boah, das ist schon krass. Bruder, manchmal sieht man so, schießt man ab, man trifft jemanden an, Instant-Kill, In-game. Dann der nächste Gegner so, Bro, was geht, du machst so Meet and Greet, auf einmal, ciao, weißt du, wie ich meine? Und dann, also, weißt du, so, Schuss weg, Schuss weg, Schuss weg. Und du denkst dir so, Bro, was geht ab? Ja, dann das wäre so, krass. Kommt immer so, und dann so, Dinger, weißt du? Jetzt check. Bro, Nintendo, ne? Wenn ihr so Sound, Voice, Actor braucht, ist wir tun 4. Ich! Ihr wisst Bescheid. Ich! Bro! Nintendo meldet euch! Bruder. Bruder! Ich bitte euch. Was bitte? Ja, Bruder, bitte zweimal, Bro. Also, Bro, das Ding ist, Toxel verlangt auch sehr viel Geld, Bro, weißt du, wie ich meine? Und ja, okay. Bei mir ist es ein bisschen günstiger, plus qualitativ besser, weißt du, wie ich meine? Ist ja so. Dann, kannst du mir schon zustimmen, einfach weil ich brauche diesen Support gerade. Ja. Stimmt, oder? Ja. Schau mal, Nintendo, ich hab Chan Toxel zurückhand. Die Person, die eventuell für euch Voice Actor gewesen wäre, stimmt zu, dass ich besser bin als er. Ja, was, also steht da noch irgendwas zur Frage, dass er, Bro, ja, was? Bruder, was sagst du, ist alles gut bei dir, oder? Herr Bruder, ihr kämpft gerade darüber, ihr kämpft gerade um einen Nintendo Werbedeal, Bro. Achso, ja, ich hab ihm das beigebracht, so Voice Acting und so. Was hast du mir beigebracht? Was? Schau mal, ich kann tot sein. Papa! Ich bin tot! Ey, for real, das war ich, for real, das war kein Voice-Mod, for real. Voice-Mod? Bruder, er macht seinen eigenen Aufnahme mit Voice-Mod kaputt. Ist okay. Was meinst du? Kannst du tot, welchen Charakter kannst du gut nachmachen? Bruder, ich kann mich selber nachmachen, weißt du? Dir selber? Ja, Bro, denkt er ist Charakter oder was? Bruder denkt, er ist Cartoon-Charakter. Bruder denkt, er steht neben Bugs Bunny oder wie? Bruder, was geht ab? Bruder, safe, oder? Naja, ey, auf jeden Fall, das war ich übrigens mit der Todstimme. Ach so, Bro, sag doch früher. Ja, Bro, ich also. Ja, normal, ich muss das auflösen. Ich hab gecheckt, so das gar nicht gecheckt. Dann hab ich gecheckt und hab dann gecheckt. Bro, ja. Bro, Seh schon die Kommentare, was, ihr nimmt mit Toad auf? Ja, mit Toad als Gast? Crazy. Bruder, wie heißt das auf Discord? Ey, weißt du noch die Zeit mit Discord? So auf einmal so, damals Skype, hast du Skype damals benutzt? Ein bisschen, Alter, mein Real-Life-Kollegen. Ja, und dann, hab damals schon Skype halt benutzt für YouTube und so, was wir meinen. Und, ich check. Dann kam Discord. Ich hab am Anfang gedacht, so, was für Discord, Bro, weißt du, wie ich meine? So, was ist das jetzt auf einmal? Skype? Wie willst du Skype übertrumpfen? Na, Teamspeak war mir eh egal, so, weißt du, wie ich meine? Also, ich hab Teamspeak damals wegen einer einzigen Person benutzt, so. Aber Teamspeak war mir relativ egal. Aber Skype, dachte ich so, ja, Skype, beste, Mann. Das ist das Beste. Wie willst du das toppen? Und dann kam Discord und Discord. Ja, am Anfang war ich ein bisschen so abgeneigt. Aber dann, hat sich herauskristallisiert, jetzt, yo, krass, Discord ist relativ krass, so finde ich. Und ich habe dann auch mit einigen Leuten so, auch aus der Community, also ich war sehr oft auf meinem eigenen Discord-Server unterwegs.
habe dann mit Leuten geredet. Ich habe das Gefühl, die meisten, mit denen ich damals geredet habe, die sind irgendwie einfach nicht mehr da als Zuschauer, so habe ich das Gefühl. Ja, fühle ich. Aber das sind ja schlimm gemeint oder so. Aber. Ja. Du musst doch sagen. Hä? Hallo? Ich hatte einen Lag, keine Ahnung. Achso. Ja, habe ich groß nicht gehört. Vielleicht lag es auch an mir. Aber ja, so war das halt damals. Ich war soft auf meinem eigenen Discord-Server unterwegs, hat da mit Leuten geredet. Mittlerweile bin ich halt auf meinem Server eher weniger. Ja, aber auch aus Zeitgründen, I guess. Also, ja, ich habe im Moment echt nicht so viel Zeit. So. Also, überhaupt, dass diese Aufnahme stattfindet. Ich habe heute wirklich gedacht, so, yo, ich habe heute halt wieder gestreamt, Uploads gemacht, dies, das. Ich habe auch noch 3-4 andere Dinge nach der Aufnahme zu tun. Und wir haben schon 9:30 gerade. Und haben mir auch nach dem Stream heute gedacht, ich gehe schlafen. Stattdessen ging ich einkaufen, habe was gegessen. Ne, das ist auch immer cool, aber so was essen und Videos schauen dabei. Jo, so, ich hätte gegessen. Ja, das hat so eine Pause für mich dann. Ich gönne mir in dem Moment einfach eine Pause. Und das ich brauche auch manchmal so Mini-Pausen halt. Und dann habe ich halt noch Video geschnitten und jetzt ist halt die Aufnahme. Und ja, ich habe halt echt gedacht so, yo, jetzt gehe ich schlafen. Aber das Ding ist halt so, also so einen kurzen Schlaf hat, so 1-2-3 Stunden. Aber dann verliere ich halt wieder 1-2-3 Stunden, weil ich produktiv sein kann und habe wieder so viele Dinge offen. Also so, ich müsste, also aktuell müsste ich mit einem, muss nicht, aber ihr könnt auch mit einem Cutter Video besprechen. Müsste theoretisch, oder wir können das Shorts-Videos besprechen. Ich muss auch dieses eine Video fertig schneiden. Dann müsste ich noch Uploads machen. Ne? Für Garmake hatte ich noch 7 Videos zum Uploaden. Oh, und Videos hochladen macht echt nicht so viel Spaß, wenn du das so in Massen machen musst. Vertrau mir, Mann. Irgendwie. Es war immer cool, so dass du dann das Video online und weißt du, es ist gut, aber. So, wenn du so viele Videos auf einmal hochlädst, manchmal ist es so. Aber irgendwie nervig bist du. Irgendwie muss ich mich teilweise relativ krass konzentrieren beim Videos hochladen. Weil man einfach denkt, ja, so. So, habe ich das Video schon hochgeladen? Nee, okay, welcher Thumbnail? Oh ja, da habe ich dieses Thumbnail schon mal verwendet. So. Ja, bei Mario Maker geht's, ne? Ja, okay. Machst du so. Yo, Endless Challenge Part 1, was jetzt? Ja. So, musst du die Zahl ändern, das ist relativ. Machbar, aber ja, so ist es und weiß nicht, man, wie sieht es eigentlich bei dir aus in der, oder wie sieht es überhaupt aus bei dir mit Discord damals? So damals, boah, Skype und dann Discord? Wie? Also ich habe Skype, dann habe ich halt für meinen Kollegen Discord geholt. Hast du ihn geholt? Und dann, nein, er hat mich, also ach so. Wegen ihm Discord, weil er sagt, das ist cool. Ich habe auch keinen Kontakt mittlerweile und ich bin auch so dem. Von einem kleinen YouTuber, damals auf seinen Server und so gejoint. Ich glaube, der macht gar nicht bei YouTube oder so, keine Ahnung. Ja. Und, was er gerade macht. Nein, keine Ahnung. Und dann bin ich halt so ein bisschen in die Bubble reingerutscht. Und dann habe ich auch irgendwann YouTube gemacht. Nice Leute kennengelernt und so. Ja. Was hast du kennengelernt? Nice Leute. Ah, nice Leute, Mann. Jetzt check. Ja, alles krass. Über Discord haben sich viele Leute was so kennengelernt. Ja, voll, man. Am Anfang dachte ich mir so, Bro, wie soll das so sein so? Das ist übelst komisch, so einfach Discord, Internet. Aber Bro, das geht for real off. Also, das ist eigentlich crazy. Also es ist for real, also es ist immer noch anders, wenn du mit Leuten persönlich redest, face to face, definitiv. Das ist auch schon anderer Vibe in meinen Augen. Ja, finde ich auch. Aber ey, for real. Also Discord ist für mich sehr, sehr angenehm und in meinem Leben einfach fester Bestandteil. Also ich denke mir jetzt, ja, bei mir auch. Ich denke mir so, ich möchte jetzt einen Monat kein Discord benutzen und ich, das konnte ich nicht so. Das ist das fester Bestandteil meines Lebens und es ist einfach auch ja, ich weiß es so, wie das für Leute ist, die einfach kein Discord haben oder wie es für Leute ist, die teilweise gar nichts mit anderen Leuten kommunizieren oder so, weißt du, also dieses auf Discord hat mir teilweise ermöglicht, so viele Leute auch kennenzulernen oder keine Ahnung, aber mit Leuten zu interagieren und, Moment, muss ich glaube ausstoßen. Safe. Sorry. Aber es geht doch so schnell, Digga, einfach,
Bro, ein Klick auf einmal, ich rede mit Gary, der gerade in der Schweiz ist, einfach. Also, der ist gerade in der Schweiz am Chillen. Lieber Mann, bin gerade am Aufnehmen, was geht? Du störst gerade meine Aufnahme. Okay, nein, sorry. Bro. Darf man mit dir noch reden? Okay. Safe, Mann. Ey, wisst ihr, was ich meine, wenn nicht wisst, was ich. Safe, Mann. Safe. Aber, ja, irgendwie. Ich weiß nicht, es gibt so Leute teilweise, wo ich mir denke, so, jo, die gern vielleicht mega viel arbeiten, haben teilweise gar keinen Bock auf ihren Beruf und sind halt oft auch müde nach der Arbeit und machen dann aber gar nichts. Weißt du, wie man so vielleicht so ein bisschen Fernsehen schauen, dann gehen die schlafen, wieder arbeiten. Das fünfmal die Woche, dann ist Wochenende und dann machen die vielleicht auch sonst irgendwas, ohne groß mit Menschen zu tun zu haben, außer halt auf der Arbeit. Na, auf der Arbeit hast du ja meistens wahrscheinlich schon mit irgendwem was zu tun, Chef, Mitarbeiter, aber ich finde es manchmal echt, aber also mir hat es echt manchmal aber so launentechnisch ein bisschen geholfen oder manchmal sehr geholfen, Leute um mich zu haben über Discord, weißt du, wer ich meine? Ja, sorry. Also, oder, es gibt so 300 Sprachen oder so, du sprichst halt Fakten einfach. Aber ich fand nicht den Spruch, was du das Video sieht. Was? Von Nick, hau ich den Spruch. Bruder, ist das, Bruder, gib Credits an Nick, Bro. Was geht denn? Ja, Nick, schau mal Kommentar, Bro. Das schaut eh die Videos nicht, ist okay. Aber ja, Ich glaube auch. Bruder, gib Shoutout an jemanden, der das nie hören wird, Bro. Egal, ich schreibe ihm einfach schon den Part, weil ich hab nicht gewusst, was er. Ey, Nick, was geht? Okay, das Rennen wird mir jetzt, wenn wir jetzt Nick. Nick, wie geht's? Was sind deine, Hobbys? Bro, Nick, wie geht's dir, Mann? Nick, kennst du Sonic the Hedgehog, Bro? Kennst du den? Ey, Nick, lass mal wieder callen, Alter. Bruder, du schaffst du jetzt den langsten Kommentar der Welt. Dann antwortest du so darunter, nice. Das ist so, keine Ahnung, ein halber Buch. Safe. Ich schreib safe. Er schreibt so ganze Magazin im Chat. So. Ganze Magazin. Bro. Ganzes Skript von, keine Ahnung. Review einfach. Bro, er macht 3 Reviews direkt. Du bist so nice. So. Bro, Review über seine Hobbys, Review über Sonic einfach. Ja. Oder so. Auf einmal YouTuber bedienen sich so an einem Skript. Auf einmal wieder so 1 Million Views, weil alle YouTuber sich so an nix Skript bedienen. Hey. Ey, jetzt wo wir bei Scripts sind, ne? Ja. Bei Reviews, ne? Oder so Video-Essays. Ja. Bro, ich finde das richtig geil, so Videos sich so schneiden, die aufzunehmen und so, das bockt übelst. Mhm. Aber so Skripten. Leute, ich bitte euch. Ey, wirklich, Skripten. Bro, ich hasse das, so Skripten, wirklich. Ich schreibe so dieses Skript. Ja. Und manchmal, ich denke mir dann so, ja, was ist, wenn ich das so komisch ist, wenn ich das sage? Was, wenn das so nicht ganz stimmt oder so? Dann recherchiere ich noch 30 Mal neu, so, weißt du? Das, keine Ahnung. Bro. Also, bei Scripten ist halt oft die Angst bei mir gewesen. Ich habe irgendwas gegessen vorher. Ich habe auch Brot gegessen. Hell nah, Bro. Ich habe oft Angst beim Scripten. Imagine, du schaust nach Infos und dann denkst du dir so, oh, coole Info. Dann schreibst du das auf dein Script, schreibst du das im Script rein, diese Info, in deinen eigenen Worten und auf einmal ist diese Info falsch. Ja, genau. Dann, ja. Und dann, ja, dafür hast du da einen langen Kommentar, der dich komplett auseinander nimmt und diese Info komplett widerlegt. Also, das ist aber krass, wenn irgendwas falsch ist oder irgendwas den Leuten auffällt oder stört. Also auch bei positiv natürlich so, aber die Leute schreiben schnell einen Kommentar. Es gab auch mal eine Zeit bei meinen Best-ofs. Ich hab da aber auch so lustige Momente reingestürzt und so, halt Best-of-mäßig. Und dann teilweise mit Musik hinterlegt, diese Szenen. Was ist bei dir passiert? Bro, ich komm, Stuhl hat gerade geknackt. Ich hab so besser gemacht und dann teilweise mit Musik hinterlegt, aber so auf eine eigene Art und Weise teilweise. Und Leute haben sich in den Kommentaren beschwert. Aber nicht einzeln, sondern wirklich so mit Dislikes und Kommentaren. Und ich dachte in dem Moment so, yo, die Leute haben sich gefühlt nie groß beschwert. Aber jetzt beschweren die sich und das heißt, die Leute waren grundsätzlich immer zufrieden mit dem Stil, den du hattest. Und jetzt hast du ein bisschen Musik hinzugefügt, teilweise auch sehr viel Musik hinzugefügt.
Und die Leute haben sich dann beschwert. Das heißt, da hat man auch wieder gesehen, viele Zuschauer sind einfach Zuschauer, die auch vielleicht einfach nicht kommentieren, auch wenn denen das Video gefällt. Aber es sind einfach ja, stille Zuschauer, die aber zufrieden sind. Und wenn du dann mal irgendwas machst, was denen nicht passt, dann melden die sich halt. Und ja, wenn die sich nie gemeldet haben groß oder sich beschwert haben, dann ist es ja ein gutes Zeichen eigentlich gewesen. Man kann eh, I guess, anhand von Zuschauerbindung und Likes und vielleicht auch natürlich anderen Views erkennen, so wie Videos performen, so. Auch wenn du jetzt vielleicht wieder Kommentare erhältst. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Aber haben sich Leute mal bei dir beschwert, so? Boah, safe. Also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber safe. 100%. Ich erinnere mich so, dass dann immer so Beschwerden so. Mhm. Also es gibt so zwei Arten, weißt du? Einmal gibt es die Ehrenmänner, die so, weißt du, konstruktiv darauf hinschreiben. Schreiben so einen langen Kommentar, weißt du, mit Verbesserungen. Und dann gibt es diese Leute, weißt du, die nehmen sich aber komplett auseinander, Bro, die kennen einfach keine Gnade. Die fühlen sich zu wohl im Internet oder so, ich weiß nicht. Oh Mann. Die tun dann so, als ob du, weißt du, dein ganzes Leben falsch gelebt hast oder so. Hilfe. Aber ich überlege da, wo sonst noch irgendwie groß Kritik gab. So wie, bei den Bestesweise hat das mit der Musik damals und sonst, ja, ich weiß aber nicht, aber auch so dieser. Also natürlich bei Heiden Sieg gibt es manchmal so, vielleicht auch Kritik, so, keine Ahnung. Ja, zu schnell geschnitten oder ja, sonst irgendwelche Kommentare halt, aber es ist halt immer so überschaubar, beziehungsweise halt kommt von einzelnen Personen, habe ich das Gefühl. Die Kritik, die teilweise gekommen ist. Aber was auf jeden Fall oft erwähnt wird, ist halt meine Stimme. Aber das hat so. Ja, das ist ehrenlos. Nicht ehrenlos, aber es ist. Also, halt, was ist ehrenlos, aber. So, ich denke mal so, was kannst du dafür, weißt du, dass du einen Akzent hast? Ja, aber die wird nicht kritisiert, sondern angemerkt. Das ist halt so, weißt du, wie ich meine. Okay, ich check. Aber angemerkt. Also, natürlich wird auch manchmal zerfetzt so von einigen Leuten, aber so. Na, so, red mal Deutsch, dies, das, aber. Insgesamt. Ja. Was ich da mitbekomme, ist einfach, wenn es um meine Stimme geht. Ob positiv oder negativ. Früher war es definitiv mehr negativ, wenn ich ehrlich bin. Also da wurde teils echt. Ja, so nach dem Motto halt. Ja, beleidigt halt. Was soll ich sagen? Ja, beleidigt. Aber mittlerweile hat sich das eingependelt. So mit den Hate-Kommentaren, I guess. Was ist Hate-Kommentar? Aber so feinste Leute, die halt gemein waren. Aber ja. Hat sich bis dahin. Ja. Das wird schon, kenne ich aber auch, weil ich habe ja, wie man halt früh mit YouTube angefangen, da war meine Stimme auch noch höher, als sie jetzt ist. Oh Lord. Und da ist auch Leute, die haben so geschrieben, so, deine Stimme ist schon nervig, so, bist du ein Junge oder willst du in den Kindergarten zurückgenommen? Als ob, Mann. Solche Leute. Oh Mann, ey. Lass ich mir jetzt letztes Rennen machen? Jo. Passt, oder? Ja, passt, safe, nice, Toxel. Für echt? Vokabeln. For real. Für echt. Digga, einfach. Bruder. Bro. Bruder, legt gerade sein Commentary offen, Bro. Du so, ja, hier ist mein Commentary. Ich mach Tutorial einfach. Bedient euch, Leute, bedient euch. Ja, ich mach gerade einfach ein Tutorial oder so. Keine Ahnung. Ey, Leute, das war's wieder ein Part. Danke fürs dabei sein, Toxel. Und danke fürs Zusehen, Leute. Also, haut rein. Ciao. Ciao.